Wer hätte gedacht, dass ein so wichtiges und gutes Gesetz wie das Seniorenmitwirkungsgesetz solche Aufregung in diesem Hohen Hause hier verursacht? Elke, gut gebrüllt, Löwin, könnte ich beantworten. Aber wer brüllt, hat auch nicht immer recht. Und Elke, die Aussage, wir hätten belogen, ist nicht nur dreist, sie ist auch falsch. Denn wir haben im Koalitionsvertrag in dieser Koalition festgehalten, wir wollen das Seniorenmitwirkungsgesetz novellieren. Das steht nicht drin, wir wollen die Opposition dort mit einbeziehen. Das steht nicht drin, wir wollen speziell Elke Breitenbach und die von Ihnen gewünschten Forderungen explizit aufnehmen. Wir haben also nicht belogen, sondern wir haben das, was wir vereinbart haben, umgesetzt. Diese Legislatur dauert noch. Auch wenn wir in dieser Koalition die ein oder andere Schwierigkeiten haben, aber wir ringen in der Sache um etwas, was den Menschen da draußen gut tun soll. Und diese Vorlage ist gut. Schön, dass der Senator auch dabei klatscht. Und wir haben nicht nur die Geschäftsstelle in dieser Legislatur hier organisiert. Insbesondere auch durch meine Initiative haben wir zusätzlich Schulungen angeboten. Wir haben die bezirklichen Seniorenvertretungen gestärkt. Wir haben ihnen gezeigt, wo sind ihre Rechte, wo sind ihre Pflichten und ihre Möglichkeiten mitzuwirken. In der Tat muss hier noch in den bezirklichen, in den BVV noch etwas Arbeit geleistet werden. Es stimmt, dass viele bezirkliche Seniorenvertreterinnen Schwierigkeiten haben und wir müssen sie stärken. Und dieses Gesetz ist an der Stelle an ihrer Seite. Wir wollen, dass sie ihre Arbeit vor Ort gut machen. Deshalb ist das, was wir hier vorgelegt haben, gut und sinnvoll. Und zum Schluss, wir haben auf keinem Podium irgendetwas zu viel oder zu wenig versprochen, sondern wir haben immer mit Herrn Krüger offen gesagt, es liegt noch keine Einigung vor. Wir haben da immer offen gespielt. Ja, Herr Krüger hat seine Meinung vertreten. Ja, ich habe meine Meinung vertreten. Es ist auch gut in der Koalition, auch um die beste Meinung zu ringen. Und wir haben einen gemeinsamen guten Kompromiss gefunden. Hier gibt es weder keinen Verlierer noch keinen Gewinner, sondern diese Koalition hat dieses Seniorenmitwirkungsgesetz sinnvoll novelliert. Es wird novelliert. Wir haben einen guten Vorschlag. Und anstatt hier zu brüllen, zu meckern, diese dreisten Vorwürfe uns vorzuwerfen, hätte ich mir gerade von dir, liebe Elke Breitenbach, weil ich dich persönlich im April einbezogen habe und immer über den Stand der Beratung informiert habe, gewünscht, dass du heute anders agierst. Das enttäuscht mich. Vielen Dank, Frau Radziwill. Frau Breitenbach, Sie möchten replizieren, bitte. So, also zur Einbeziehung, wenn man die Aussage trifft, dass die Koalition einbezogen wird, dann erwarte ich zumindest, dass die Koalition denn auch irgendwann nicht in irgendwelchen Ecken gesagt wird, ob man sich geeinigt hat oder nicht, sondern dass die Koalition denn konkret den Änderungsvorschlag erhält, und zwar so, dass die Opposition sich auch auf entsprechende Sitzungen vorbereiten kann. Das ist nicht geschehen, erstens. Zweitens, ungeheuerliche Vorwürfe. Naja, also Herr Krüger hat sich da schon sehr weit vorgetraut und hat sehr viele Sachen gesagt, die geändert werden müssen und die geändert werden sollen. Da kann man sich dann im Einzelnen streiten, was das war. Aber es war immer klar, es wird geändert. Und jetzt kann diese Koalition sagen, es wird geändert. Ich sage, da wurden mehr Versprechungen gemacht und es wurde nichts umgesetzt. Und wenn das passiert, dann ist das eine Lüge den politischen Aktiven gegenüber. Und wer das macht, versagt Frau Breitenbach, politisch. Frau Breitenbach, ich muss Sie kurz unterbrechen. Ich würde Sie nur wirklich sehr ungern ganz zum Abschluss noch zur Ordnung rufen müssen. Aber Sie kennen die Verfahrensweise hier im Haus, was diesen Begriff betrifft. Ja, man muss dann sagen, dass das nicht der Wahrheit entsprach oder die Unwahrheit ist. Ja, so, aber was ist denn passiert?
Es gab ganz viele Forderungen, es gab ganz viele Zusagen und nichts von dem ist umgesetzt. Es bleibt die Briefwahl und diese Briefwahl und diese Briefwahl ist und diese Briefwahl ist so kompliziert, dass man sich gar nicht vorstellen kann. Und damit müsst ihr euch auseinandersetzen, dass ihr weitergehende Zusagen gemacht habt, dass ihr sie nicht eingehalten habt und dass jetzt alles durchgepeitscht wird und das gegen die Seniorinnen und Senioren.